Ich bin der Tobias Kramer und ich habe meinen Abschluss in Landschaftsarchitektur, damals noch Diplom, letzter Diplomjahrgang gemacht 2004 und ja, habe hauptsächlich dann im ja, Master, kann man jetzt nicht sagen, im Schluss beim Peter Latz studiert. Genau. Im Augenblick bin ich hauptberuflich Toponaut. Sprich, ich bin einer der Gesellschafter, Geschäftsführer von der Toponauten GmbH und der Toponauten Plus GmbH. Und wir machen im Endeffekt alle Genres der Landschaftsarchitektur, von klassischen Aufgaben wie Schulen, Kindergärten, Plätze. Und wir haben uns aber auch auf den Städtebau sozusagen verlegt. Und mit der Gründung von unserem Zweigbüro in Regensburg haben wir dann auch tatsächlich mit dem Julius Peisel einen ausgezeichneten Städtebauer auch erwischt, als Geschäftsführer, Gesellschafter jetzt dort. Und ja, haben uns auch diese Aufgabe angenommen. Also wir machen sozusagen die ganze Bandbreite im Endeffekt von Kleinprojekten bis städtebauliche Großstudien. Also Felix Messler, mein Kompagnon, der hat so einen guten Spruch, der sagt, wir bauen nur Prototypen. Weil natürlich die Heraus- oder die Rahmenbedingungen immer anders sind. Also bei jedem Projekt, das wir anfassen, gibt es andere Rahmenbedingungen. Also es gibt natürlich klassische, obligatorische Sachen, die man immer abhandelt, aber jeder Ort muss erstmal gelesen werden und bringt andere Notwendigkeiten mit sich. Also sozusagen die Herangehensweise an einen öffentlichen Park ist natürlich eine andere als an einen Kindergarten, als an irgendwie ein Kleinprojekt, wo es um das Stellen von Bäumen in Pflanzgefäßen in einer Innenstadt geht. Es sind einfach ganz unterschiedliche Genre und Herausforderungen und das ist eigentlich das, was den Job auch so spannend und interessant macht. Es ist tatsächlich natürlich ja ein Karrierefortgang, der mich da begleitet hat oder ereilt hat. Gab es natürlich auch viele Zufälle, wobei man Zufälle auch immer provozieren kann, ne? Also ich glaube, gerade im Studium, das ist eine ganz wichtige Sache, dass man auch ein bisschen die Zufälle dann provoziert. Sprich, man muss auch machen. Also das hat mich schon mein ganzes Leben begleitet, dieses Machen. Das habe ich als Kind schon gemacht und tatsächlich deswegen sitze ich hier, weil ich tatsächlich im Zivildienst, da war ich Hausmeister in einem Jugendhaus und wir haben im Garten was gemacht. Ja, wir haben Beachvolleyballfeld gebaut und Amphitheater gebaut, ganz dilettantisch. Und tatsächlich hat dann eine Freundin aus dem Abi zu mir gesagt, hey, in Weihenstephan, da ist ein Infotag über Landschaftsarchitektur. Tobi, das ist doch genau das, was du die ganze Zeit schon machst. Hast du mal Bock, da mitzugehen? Und tatsächlich kannte ich diesen Studiengang oder dieses Berufsbild nicht vorher. Das kannte ich nicht. Und dann bin ich auf diesen ja, Infotag, der war an der FH, mitgegangen. Und da ist mir tatsächlich wie Schuppen von den Augen gefallen. Also das war total so ein Aha-Erlebnis. Okay, das, was ich mein ganzes Leben schon tue, sprich mich in der Umwelt bewegen, was machen, die verändern, damit sie mir in dem Fall als Kind besser taugt oder Leuten was bringt oder Funktionen plötzlich enthält, die vorher nicht da waren, das gibt es als Beruf. Und dann habe ich mein Diplom gemacht. Und wie gesagt, den Abschluss bei Peter Latz gemacht. Und ganz wichtig war es, dass ich eigentlich während dem Studium, und da kommen wir zu dieser Frage, hat mich das Studium eigentlich auf meine jetzige Tätigkeit vorbereitet? Jein. Also ich glaube, dass das Studium der Landschaftsarchitektur oder Planung einem unglaublich viel Basiswissen bereithält, also dass man das sich drauf schafft, einen guten Überblick kriegt. Einen guten Einblick in die Komplexität dieses Themas, ja, ist einfach ein unglaublich komplexes Thema und man hat es in unserer Profession
nie mit einfachen Problemen, sondern immer mit komplexen Themen, immer mit verzwickten Problemen zu tun. Das heißt, es gibt kein 2 plus 2 ist 4. Das heißt, es gibt keine eindeutigen Entscheidungen, sondern sie sind immer abzuwägen, sie sind immer im Kompromiss und in der Gesamtheit zu sehen. Und das ist, glaube ich, das, was man im Studium sehr gut lernen kann. Dass man versteht und erkennt, was die Komplexität ist. Und diese dann anwenden und die ganzen Werkzeuge erlernen, das kriegt man im Studium auch mit, aber das muss man prinzipiell ein bisschen selber machen dann auch. Und das sollte man aber unbedingt während dem Studium auch schon in Büros sozusagen versuchen zu üben. Ja, also Praktika während dem Studium begleitend, ergänzend. Sagen wir haben im Büro auch immer Praktikanten oder Werkstudenten. Das ist was ganz was Wichtiges. Genau, und aus diesen, und warum sage ich das? Ich habe sozusagen während dem Studium schon immer am Lehrstuhl bei Peter Latz gearbeitet, als Fotoassistent damals. Mhm. Habe bei ihm im Büro auch gejobbt, um eben sozusagen beides mitzukriegen. Das heißt, dieses ganze Basiswissen, diese Grundlagen und dieses sich auch ausprobieren im Studium zu haben, aber dann eben auch diesen tatsächlich relevanten Strich im Büro zu tun. Ja, also im Studium ist der Strich noch nicht so relevant, weil es meistens nicht zu einer tatsächlich gebauten Realität kommt. Und das ist der große Unterschied zum Büro. Und das ist auch was, was eben ganz wichtig ist, dass man das mit dem Studium schon dieses Verstehen mitnimmt, dass man im Studium im Endeffekt dieses ganze Handwerkszeug und das Knowledge kriegt und das aber immer reflektiert mit, das wird Realität. Also wir zeichnen ja keine schönen Pläne, um schöne Pläne zu zeichnen, sondern wir zeichnen Pläne, um dann eine Realität zu erschaffen. Und aus diesem Studium und eben dem Arbeiten im Büro bei Latz bin ich da hängen geblieben. Also das ist so der Klassiker, würde ich mal auch sagen. Das heißt, ich habe nach dem Studium dann einfach bei Peter Latz weitergearbeitet in Ampertshausen habe da lang gearbeitet, war für Latz und Partner dann eine Weile in England und habe ein Großprojekt Crystal Palace Park dort betreut und habe das Büro da aufgebaut. Und tatsächlich ist Peter Latz dann emeritiert und der Lehrstuhl wurde mit Udo Weilerhahn neu besetzt. Und der hat ein Team gesucht, ein Assistententeam. Und dann war das eine Chance, sozusagen nochmal sozusagen den, auf dem Teller den Rand zu wechseln. Und das hat dann auch geklappt. Und das hat mir, ich sag manchmal, das hat mir ein zweites Studium beschert. Das heißt, ich habe dann 6 Jahre bei Udo Weilerhahn am Lehrstuhl gearbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Was super interessant war, weil natürlich jetzt mit meinem ganzen Wissen aus der Arbeit ich das dann in die Studentenschaft tragen konnte. Aus diesen Arbeiten habe ich dann mit dem Felix Metzler, also mein Kompagnon, unseren Traum eigentlich wahrgemacht, dass wir gesagt haben, irgendwann wollen wir mal ein eigenes Büro haben. Und da haben wir 2012, ist jetzt auch schon eine Weile her, 12, die Troponauten gegründet. Tatsächlich zuerst als Zwei-Mann-Büro und sind jetzt stetig gewachsen, bis wir jetzt 13, 15 Mitarbeiterinnen haben und eben einen Standort in Regensburg. Hat sich auch durch Zufälle ergeben und die waren dann aber so auf der Hand gelegen, dass es sich als richtig erwiesen hat. Ich glaube, es war nicht Pflicht, aber natürlich unbedingt empfohlener Teil des Studiums. Und es war auch, ich glaube, wie jetzt auch noch, übers Erasmus-Programm. Und ich war tatsächlich ein Wintertrimester in Schweden, in Uppsala. Und das war auch so ein Highlight, würde ich sagen. Und auch so ein bisschen, Game Changer ist tatsächlich das falsche Wort. Aber so eine, auch so ein Aha-Erlebnis. Also erstens im Winter in Schweden nur mit dem Fahrrad in Uppsala wohnen, also in der Stadt wohnen und der Campus ist aber ungefähr so 10, 12 Kilometer außerhalb.
ist dann schon auch eine Herausforderung. Also bei minus 35 Grad von der Uni heimradeln nachts, weil man bis spät nachts am Projekt gearbeitet hat. War spannend. Hat mich geprägt tatsächlich, sowohl im fokussierten Hinschauen. Also die hatten super Kurse. Also ich habe dort zum Beispiel AutoCAD zeichnen gelernt, weil die einfach unglaublich fokussierte, präzise Handwerkskurse hatten. Aber dann auch natürlich mit den Kommilitonen, und da waren noch mehr Erasmus-Studenten natürlich, diesen, ja, wieder das, wie denken andere Leute, dieses Erweitern vom Tellerrand, also den fokussierten Blick auf das Übergeordnete. Das ist so ein bisschen eigentlich ein Paradoxon, aber das hat mir der Auslandsaufenthalt eigentlich hauptsächlich gebracht. Er vereint einfach unglaublich viele Sachen. Also erstens, grüner Campus. Also ist einer der grünsten Campusse, die ich so kenne. Mit all seinen Freianlagen, seinen unterschiedlichen Bereichen, Bergtal, Blick über die Isar-Ebene Richtung Alpen. Das ist einfach eine gute Location. Ja? Die Wälder Richtung im tertiären Hügelland, Ampertal, das ist einfach klasse. Und die Einbettung in so eine Kleinstadt Freising. Ja? Also da hat man alles, was man braucht. Es ist aber kein anonymes, ja, sondern wenn man in Freising auf den Markt geht, dann trifft man, also unter einer Stunde kommt man nicht weg, weil man mit Sicherheit jemanden trifft, mit dem man ratscht. Und das ist natürlich schon eine Qualität. Ja, das heißt, man kann hier so eine Art Heimatsgefühl durchaus aufbauen. Und deswegen bin ich ja auch immer noch hier. Hat aber gleichzeitig natürlich diese direkte Nähe zu der Großstadt München und der Metropolregion. Das heißt, wenn man sich diese ganzen Großstadtelemente wie Kultur, gibt es in Freising auch, aber natürlich, es gibt in München halt eine Großstadtkultur auch, die kann man sich halt ganz einfach abholen, weil das dauert 25 Minuten mit der S-Bahn nach München und wieder zurück. Man kann es prinzipiell sogar mit dem Radl fahren. Also dieses, das Setting hier in Weinstephan mit Freising, in diesem Landschaftsraum oder an der Kante dieser zwei Landschaftsräume, die hier zusammenstoßen, und diese direkte Nähe zu München, das ist einfach, das ist Gold wert. Und das bringt eine Lebensqualität, die, die schon was Besonderes ist, meiner Meinung nach. Und dann natürlich die Nähe zu den Alpen, also dass man halt in 1,5 Stunden in die Berge ist. Also ich glaube, wenn man eben das Bedürfnis hat oder aus seinem Charakter heraus sein Leben damit, sein berufliches Leben auch damit verbringen will, eben sich mit der Umwelt und der Gestaltung derer und der möglicherweise auch Verbesserung derer und der Veränderung in eine funktionierende Zukunft zu beschäftigen, dann ist, glaube ich, das Studium der Landschaftsarchitektur und Landschaftsplanung Gold wert, weil das einem ein relativ großes Berufsfeld in dieser Denke eröffnet. Ja, also man muss ja nicht nur klassischer Landschaftsarchitekt oder Landschaftsplaner werden. Also es gibt ja auch ganz viel drumherum, was man damit anfangen kann. Das heißt, man kann in die Forschung gehen. Ja? Man kann auch in die Administration, also zum Amt gehen und das organisieren. Ja? Das heißt, dieses Wissen, was man da kriegt, also diesen fokussierten Weitblick, ja, auf unsere Umwelt mit all dem, was da drin ist, und eben dann auch nicht nur dem physisch gebauten Stein, sondern auch den Menschen, die sich da drin aufhalten. Also all das gibt einem, glaube ich, das Studium so eine Art Basis, um da dann weiterzumachen. Und das wird man auch während dem Studium dann verstehen, wo eigentlich seine Stärke ist. Ob man zum Beispiel ob man sich auf Bürgerbeteiligungsprozesse fokussiert und eher in ein Büro weggeht oder das als Fokus setzt, dass man Beteiligungsverfahren organisiert, begleitet, moderiert. All das ist prinzipiell damit drin. Ja. Hinten raus geht es immer darum, dass der Mensch seine Umwelt gestaltet und in ihr lebt.
Und das ist natürlich extrem komplex und breit gefächert. Und jetzt haben wir natürlich die ganzen Herausforderungen, dass die Umwelt sich langsam wehrt. Nein, nein, dass die Umwelt natürlich extrem Veränderungen unterworfen ist, die wir als Mensch jetzt sehr stark spüren. Also da brauche ich jetzt keine Beispiele machen, weil die kennen wir jetzt alle. Deswegen wird es auch diesen Beruf, also unsere im weitesten gesehen berufliche Herausforderung immer geben. Deswegen ist es meiner Überzeugung ein relativ zukunftssicherer Studiengang auch, weil diese Herausforderungen werden eher mehr, mit denen wir umgehen müssen und die wir auch im Jetzt angehen müssen, damit wir eine resiliente Umwelt kriegen, in der wir weiterleben können. Das heißt, diese Aufgaben, ja, die wird es immer geben. Ja, die werden sich natürlich verändern. Also auch gerade, was, wenn man jetzt in die Generationen meiner Kinder schaut, wie die digital auch unterwegs sind. Ja, es wird sich immer verschieben, es wird sich immer was Neues ergeben. Aber wir werden trotzdem immer gezwungen sein, als Menschen, als Gesellschaft, mit diesen Herausforderungen umzugehen und sie in etwas zu übersetzen, in denen wir existieren können. Ja? Und das ist die gebaute Umwelt, in der wir leben, Häuser, aber eben auch all das, was dazwischen ist. Berühmte Antwort, jein. Also die Welt retten muss man schon selber. Aber das Studium gibt ein relativ gutes Handwerkszeug dazu und eine Idee, ja, tun muss jede Person das dann mit einem Netzwerkteam, sonst wie alleine kann man sowieso die Welt nicht retten. Also als Individuum kann man die Welt nicht retten. Es geht nur im Kollektiv, meiner Überzeugung. Und das Studium der Landschaftsarchitektur gibt aber einem eben genau dieses Knowledge, oder zumindest die Basis, um genau dahin zu kommen, um im Kollektiv ein bisschen die Welt zu verbessern.